Die Linse wird glühen. Auf jeden Fall. Lasst euch überraschen. Du wirst ganz beschwingt heute Abend dann nach einem anstrengenden, aber tollen Tag nach Hause gehen und ganz viel gemerkt haben, wie uneingeschränkt schön man ist. Egal, was um einen herum am Körper passiert, der verändert sich eh noch 5-mal im Jahr. Anja, ich glaube, wir sind da einer Meinung. Wir sind mehr als nur eine Krankheit. Wir sind mehr als Schmerzen, die wir empfinden oder vielleicht die eine oder andere Delle, die definitiv zu viel am Körper ist. Und das Körpergefühl hilft dabei, auch irgendwo durch diesen Alltag zu kommen mit Schmerzen oder mit Einschränkungen. Wichtig ist halt eben, dass man sich immer im Hinterkopf behalten muss, dass egal wie krank man ist, man trotzdem alles machen kann. Es gibt halt sehr viele Frauen, die ja dann so einen kleinen Schubs brauchen und den Schubs würden wir halt, glaube ich, ganz gerne auch mal geben. Ja. Und klar, habe ich auch Schmerzen, versuche aber trotzdem auch schön dabei auszusehen und auch mit Kurven oder mit Narben kann man ganz toll aussehen. Das macht jeden Menschen aus. Ja, genau. Also ich würde vor allem sagen, Narben oder Einschränkungen, die definieren dich ja als Frau nicht. Jetzt zum Beispiel, aktuell habe ich keine Kompression an und ich bin definitiv der Schmerzmensch. Ich habe jetzt gerade Schmerzen. Aber es gibt gerade viel schönere Sachen, die passieren. Und dann konzentriere ich mich lieber darauf, als mich jetzt die ganze Zeit diesen Schmerzen zu widmen. Weil je mehr Aufmerksamkeit du denen gibst, desto schlimmer wird es eigentlich. Und ich denke, dann kann man irgendwo einfach eher das Leben genießen, was es gerade ein Gutes gibt, als die sauren Zitronen, die man dann einfach versucht mal beiseite zu legen. Ja, Lymphödem ist eine blöde Krankheit, aber es gibt halt auch Menschen, wo ich sage, denen geht es wesentlich schlechter und mein Lachen habe ich auch nicht verloren. Mhm. Also gerade das Thema Kompression auch, wenn es nicht ankriegt, dann wird gelacht und dann ziehe ich halt nochmal und dann habe ich die an. Also meine Lebensfreude habe ich eigentlich so jetzt auch nicht verloren. Ich muss sagen, dass ich eine ganz tolle Community auch kennengelernt habe dadurch. Der Punkt, wo ich die Lebenslust oder die Lebensfreude anfing zu verlieren, das war der Moment, wo ich eine Psychotherapie gemacht habe, weil das ist das Wichtigste in meinem Leben, was ich erhalten muss. Und wenn diese wegfällt, dann habe ich verloren, dann habe ich alles verloren. Und da finde ich es immer spätestens der richtige Punkt, sich Hilfe zu holen, diese zu erhalten. Und es hat funktioniert und ich zehre seit 5 Jahren davon. Also egal, ob krank oder nicht, eine Therapie kann einfach Wunder helfen. Unbedingt. Habe ich auch schon gemacht. Mittlerweile fällt es mir auch nicht schwer, darüber zu reden. Und das hier heute ist ja auch eine Therapie für uns alle. Auf jeden Fall. Nimm das, was dir das Leben gibt und mach das Beste draus. Und das machen wir heute. Genau. Nina, erzähl doch einfach mal, wie das für dich ist, als Lipödem-Betroffene beruflich auch andere Lipödem-Patienten zu betreuen und was für positive Gespräche und Erfahrungen. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die mich auch immer wirklich sehr, sehr mitnehmen. Das ist, wenn die ihre erste Kompression bekommen, zum Beispiel meistens ja frisch nach der Diagnose und haben die großen Horrorvorstellungen davon und stellen dann hinterher fest, dass das alles gar nicht so dramatisch ist. Und was mich persönlich immer total berührt, positiv berührt, ist, wenn die vor dem Spiegel stehen und haben ihre Kompression an und finden auf einmal ihre Beine wieder schön. Das ist so etwas, da freue ich mich tatsächlich mit jeder Frau, die sagt, guck mal, meine Beine sind gar nicht so dick oder dieses berühmte Loch in den Oberschenkeln. ich besitze es nicht, auch nicht mit Kompression, aber ich freue mich über jede Frau, die das wieder hat und auch sich einfach schön findet. Natürlich
natürlich gibt es aber auch so ein paar Punkte, die mich wirklich sehr, sehr traurig machen. Das sind dann aber auch die Frauen, die dann wirklich jahrelang einfach gar nicht behandelt worden sind, nicht ernst genommen worden sind, wo es wirklich schon weit ausgeartet ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sind die Mädels Gott sei Dank alle immer sehr positiv, sind sehr glücklich darüber, dass sie jetzt jemanden gefunden haben, der halt auch versteht, wovon sie sprechen, ne? Da ich sie ja nicht belächeln kann. Nachteil für die ist natürlich auch, dadurch, dass ich selber Kompression trage, haben sie keine Ausreden, sie mal nicht zu tragen. Muss man dann auch wissen, wenn man zu einer betroffenen Sanifi geht. Ich habe in meinem Leben noch nie Kleider getragen oder Röcke, seitdem, und es natürlich auch ein bisschen, weil es einfacher ist. Ne? Seit der flachgestrickten Versorgung trage ich Kleider, Röcke, alles was geht und versuche das in meinen Alltag schön einzubauen, mit schönen Farben, mit Mustern, so wie du es ja auch immer trägst. Und mir gibt es ganz viel und ich bin froh, dass wir das haben. Und ich kann nur jeder empfehlen, tragt nicht nur Oma Haut oder Schwarz, sondern seid auch mutig und holt euch da wirklich was Schönes, was euch gefällt und tragt es mit vollem Stolz. Das ist ganz wichtig. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich zeige mich gerne so, wie ich bin und versuche halt auch einfach dieses positive Lebensgefühl, diese Selbstakzeptanz auch anderen Betroffenen als auch von anderen kranken Betroffenen einfach mitzugeben. Weil ich finde das super, super wichtig heutzutage als Frau, dass man sich annimmt, egal mit welcher Kompression, egal mit welcher Konfektion, egal mit welcher Erkrankung, haben ja auch viele, das kennst du auch, viele Frauen zum Beispiel haben Brustkrebs, Diagnose und Operation da stark eingeschränkt. Ich finde das super wichtig. Jedes Individuum ist schön, so wie es ist. Man muss sich nur annehmen und das danach ausdrücken. Seid ruhig, ihr dürft sehr verschieden. Mal checken. Au, au. Nina mit kleinen Augen. Darfst du noch ein bisschen größer machen hinten noch? Ja, ich rutsche in die Falte. Was ich halt gerne mitgebe, ist einfach der Ausspruch: Mach das Problem anderer nicht zu deinem Problem. Es wird immer Leute geben, die dich deswegen auch immer kritisieren wollen, ob es deine Frisur ist, ob es Tattoos sind, ob es Piercings sind. Ein falscher Hut, eine falsche Jeans, falsche Schuhe, whatever. Das war nicht dein Problem. Solange du mit dir fein bist, wirst du auch immer dieses positive Ausstrahlen und das kriegen die Leute. Es gibt den schönen Ausspruch, never judge a book by its cover. Deswegen würde ich auch niemals erwarten, dass wenn mich jemand auf der Straße sieht, der automatisch irgendwas Negatives denkt. Ja, ich auch nicht. Deswegen versuche ich das auch immer gerne weiterzugeben, einfach wirklich diesen Mindset umzusetzen und zu sagen, hey, es ist kein irgendwie Todesurteil, wenn man Depression trägt oder die Erkrankung hat, sondern man muss vom Mindset selber her erstmal sich selber annehmen und sagen, okay, so ist das jetzt halt und ich mache das Beste draus und lass mich davon nicht untergehen. Richtig. Das ist richtig. Keine ist alleine mit der Diagnose. Und wenn ihr keine Selbsthilfegruppe irgendwo in eurem Umkreis habt, geht auf Carinas Seite, Ruhrpott, Fräulein oder auf deine Caro. Caros, genau. Sucht euch Lipödem-Blogger und holt euch Inspiration und traut euch einfach. Weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob du das auch so findest, aber viel ist Kopfsache. Wir machen uns viel mehr Gedanken darüber, was andere über uns denken können. Dabei wissen wir ja gar nicht, was deren Gedankengang ist. Ich weiß nicht, ob die Frau drüben jetzt denkt, oh, hat die sich schön angezogen oder ob die wirklich denkt, oh Gott, ist die denn dick? Ne? So, das weiß keiner und deswegen macht euch nicht Gedanken um das, was andere erzählen. Lebt euer Leben und führt es so, wie ihr wollt. Das Shooting hier ist entstanden, weil wir einfach zeigen wollen, wie viele unterschiedliche Gesichter die Krankheit hat und dass jeder im Prinzip seinen eigenen Weg geht. Die Krankheit selber ist zwar blöd und man hat auch viele Schmerzen, aber trotz allem ist man in der Gruppe einfach positiver, sage ich mal. Wir sind alle mittlerweile Freunde. Wir haben uns irgendwann irgendwo auf der Veranstaltung mal getroffen und sind wunderbare Freundschaften entstanden. Das macht es halt aus, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Ja, wenn man weiß, man hat dann Menschen, mit denen man reden kann, die auch wissen, wie es einem selber geht. Und das macht halt einfach viel aus.
wenn man die Diagnose bekommen hat, dann muss man sich einfach mal hinsetzen, man muss sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Es gibt halt Regeln, die man befolgen muss. Ja, also ich weiß halt, ich muss die Luftdrainage, ich weiß, ich muss die Kompression anziehen, ich weiß, ich muss mich bewegen. Natürlich kann ich nicht alles machen, ja, aber ich kann schwimmen gehen, ich kann spazieren gehen oder so. Ja, Ernährung ist halt auch so eine Sache, dass immer auch dieses Körpergefühl, was wir jetzt zum Beispiel haben, das hat natürlich nicht jeder, aber es ist lernbar. Ja. Ist ein Stück weit Arbeit, aber man schafft das schon. Das Mein Name ist Silvana, ich arbeite als Fotografin und Curvy-Model, bin 35 Jahre alt und arbeite schon länger in dem Body-Positive-Bereich, einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ich bin in der Schule gemobbt worden, hatte eine Essstörung und habe sie immer noch, Gewichtsschwankungen bis 60 Kilo. Also ich glaube, ich habe schon jede Kleidergröße zwischen 36 und 52 getragen. Binge-Eating, vielleicht sagt das was, ist die Essstörung und habe mich selber wirklich sehr gehasst und meinem Körper früher auch wirklich Schlimmes angetan, weil ich immer mit Gewalt Gewicht verlieren wollte. Habe lange gebraucht, mich selbst und meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Bin froh, dass ich es geschafft habe, weil es sich einfach doch viel entspannter und glücklicher leben lässt. Diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die möchte ich nutzen, um anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen, um den vielleicht zu verkürzen oder denen ja einiges zu ersparen, was ich selber durchmachen musste. Ich habe verschiedene Kampagnen hinter der Kamera. Die bekannteste ist Body Love, die kennt man vielleicht. Damit bin ich 4 Jahre durch die Welt gereist und habe immer 8 Leute in einer Reihe in schwarzer Unterwäsche fotografiert, an öffentlichen Plätzen, die das Wort Body Love auf dem Bauch stehen hatten. Und tatsächlich haben auch durch diese Kampagne viele Frauen herausgefunden, dass sie am Lipödem leiden. Dadurch bin ich unter anderem mit dem Thema auch in Berührung gekommen. Ich kannte die Tanja vorher schon. Sie ist zum Beispiel eine, die durch Body Love herausgefunden hat, dass sie Lipödem hat. Und so kommt man einfach auch untereinander in Kontakt mit den Leuten. Ich freue mich natürlich, dass ich die Mädels heute unterstützen kann. Das kannst du aber ein bisschen zu weit rausgerutscht. Von klein bin ich so ein bisschen. Perfekt. Alles gut da hinten? Ja, alles gut. Okay, schön in die Mitte. Nina, ne? Ja. Und jetzt hier rechts. Ja. Ready? Und los geht's. Und ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele betroffene Frauen und finde es ist ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil es ja doch weit verbreitet ist und auch für viele ja gar nicht so bekannt. Und sehr vorurteilsbehaftet, genauso wie mit der Essstörung Binge-Eating. Deswegen kann ich mich so ein bisschen reinversetzen. Da wird dann gesagt, ja, nimm halt ab oder mach mehr Sport. Und in Wirklichkeit ist es halt eben eine Krankheit und da hilft kein Sport. Und deswegen sind wir auch heute hier, um ein tolles Fotoshooting zu machen, um ganz, ganz tolle Frauen zu zeigen, die ein Lipödem haben, aber trotzdem Frau und sexy sind. Ach Mädels! Ach Mädels! Ja, aber toll. Das sieht doch hammermäßig aus. Halleluja, das habe ich schon ganz genau. Ja, vor der Kamera mache ich auch diverse Kampagnen. Ich stelle mich auch schon mal in Unterwäsche in Fußgängerzonen mit Mobbing-Sprüchen auf dem Körper. Ich habe eine große Narbe auf dem Bauch, die ich nie retuschieren lasse. Und mache einfach, was ich kann, um ein bisschen ein gutes Gefühl in die Welt zu bringen, um Menschen ein bisschen Mut zu machen und hoffe, dass wir es schaffen. Thank you.
nicht so schnell. Oh, das glitzert ja. Ja. Was ist denn, das fand ich vorhin so schön. Das ist ja, ich habe Glitzerhautfarben. Das ist ein Vampir. Würdest du das machen? Bitte schnupfen Sie doch ruhig. Genau. Diesmal werde ich ein Ärmel machen. Ja? Tada! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schön, schön.